Freunde der Sonne, ich habe ein bisschen geshoppt und viele neue Skincare-Produkte gekauft. Und die wollte ich euch heute vorstellen. Einige habe ich schon sehr, 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 sehr lange in Gebrauch. Einige sind neu, denn mein Interesse schwingt gerade ziemlich doll für Skincare. Ich probiere unglaublich viele neue Sachen, neue Techniken, neue Behandlungen aus. Und ich möchte euch auf dem Weg mitnehmen. Und deswegen zeige ich euch mal ein paar Produkte, die ich jetzt neu habe, die ich wieder gekauft habe, weil ich mit denen sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe und frage euch in diesem Video, welche Skincare-Produkte ihr liebt, die eure Haut wirklich transformiert haben. Sei es, dass ihr eine sehr unreine Haut hattet und sagt, dieses Produkt hat mir dabei geholfen. Oder war es vielleicht Tatsache doch die komplette neue Aufstellung von Skincare. Die Skincare-Welt ist voll. Es gibt so, so viele spektakuläre Produkte und ich probiere euch so ein bisschen durch den Dschungel mitzunehmen. Ich zeige euch die Produkte, die ich gekauft habe und sage euch auch, was die Produkte können sollen. Und wir werden dann in, weiß ich nicht, in 2 Monaten, 3 Monaten vielleicht einfach nochmal drüber sprechen, ob ich was gesehen habe, was sich verändert hat. Ich hoffe, ihr habt darauf Lust. Ich hoffe, es geht euch gut. Es wird ein super, super entspanntes Video und ich freue mich, wenn ihr dranbleibt. Ich sehe ein bisschen tanned aus. Ich fühle es, ne? Ich fühle diesen Hintergrund. Das war eine sehr, 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 sehr gute Entscheidung. Ich bin ziemlich, ziemlich aufgeregt. Ihr wisst ja, dass in den nächsten Tagen was passiert. Und es ist wirklich nicht mehr weit hin. Ich freue mich sehr auf euch und bin ganz gespannt, was ihr dazu sagt. Okay, wir starten mal mit Produkten, die ihr schon kennt, einfach damit wir mal so ein bisschen reinkommen. Und zwar habe ich recht viel bei Lookfantastic geshoppt, weil sie da einfach eine sehr, sehr große Auswahl an verschiedenen Produkten haben. Unter anderem habe ich mir das Schätzchen hier wieder mitgenommen. Das ist das L'Oreal Revitalift Clinical Pure Vitamin C. Ich habe in der Zwischenzeit auch ein anderes Vitamin C Serum probiert. Beispielsweise das von Kolibri mochte ich auch sehr, 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 sehr gerne. Aber ganz ehrlich, es ist mir für die tägliche Anwendung oder für die abendliche Anwendung ein bisschen zu viel. Was soll Vitamin C machen? Vitamin C soll nämlich einen fahlen Hautton bekämpfen und vergrößerte Poren und erste Fältchen bekämpfen. Mit dem Vitamin C Clinical Pure Vitamin C Serum von L'Oreal wirkst du den ersten 3 Anzeichen des Hautalterungsprozesses entgegen. Ich finde, ist ein sensibles Thema. Ich finde, dass Hautalterung total verteufelt wird in der Skincare-Welt. Finde ich schwierig. Finde ich sehr, 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 sehr schwierig. Ich finde das super gut, wenn man sich selbst pflegt. Aber ich bin kein Fan von Anti-Aging, sondern ich finde den Begriff Slow-Aging viel, 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 viel besser, weil er A viel inklusiver ist. Was ist denn, wenn du schon 60 bist und dich jetzt erst für Skincare interessierst? Dann kannst du ja nicht mehr Anti-Aging machen, aber du kannst deiner Haut was Gutes tun. Das möchte ich auch so ein bisschen euch mit auf den Weg geben. Wir werden alle älter und das ist nichts Schlimmes. Das ist wirklich nichts Schlimmes. Ich verstehe es nicht. Was ich daran sehr, 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 sehr gerne mag, ist, dass es ein sehr einfach zu benutzendes Serum ist, aber sehr, sehr effektiv. Also ich merke wirklich, seitdem ich das benutze, ich habe das schon. Wann kam es raus? Ich glaube im April fast täglich in Gebrauch und liebe es wirklich sehr. Es brennt nicht, es tut nicht weh, es funktioniert auch unter Make-up, es funktioniert auch unter einer Sonnencreme. Das ist das Wichtige bei Vitamin C, dass ihr immer einen Lichtschutzfaktor nehmt, wenn ihr es tagsüber benutzt. Bei mir ist es im Moment so, dass ich bin großer Retinol-Fan. Ich liebe Retinol, ich schwöre auf Retinol. Allerdings benutze ich das nicht im Sommer. Ab und zu, wenn ich weiß, okay, da habe ich vielleicht einen Pickel mal bekommen oder so, weil ich eine Unreinheit hatte und die nicht so gut abgeheilt ist, dann benutze ich es punktuell. Aber nicht im Sommer all over the face. Dafür benutze ich liebend gerne Vitamin C. Und das ist eine Empfehlung, die ich euch geben kann. Das Schöne bei Lookfantastic ist, ihr habt mit meinem Code immer ein bisschen Rabatte. Also es gibt ja auf der Webseite immer Rabatte. Und ich bin ehrlich, ich benutze meinen Code da auch, weil warum soll ich mehr Geld ausgeben, wenn es nicht hätte sein müssen? Dafür ist der Code sehr, sehr gut. Schaut gerne mal vorbei. Ich verlinke euch alle Produkte, die ich dort finde, auch dort unten in der Infobox. Und der Code ist dauerhaft gültig, ne? Also Vitamin C, sehr, 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 sehr gut. Ein bisschen was Neues. Nein, ein altes Produkt, was ich wieder geholt habe. Da danke ich euch, dass ihr mir gesagt habt, welches das war. Das war von L'Oreal, das Hydra Genius Aloe Water. Das war 2016, bevor ich überhaupt noch Social Media für mich entdeckt hatte und YouTube für mich entdeckt hatte, das Ding. Ich weiß gar nicht, wie das bekannt geworden ist. Ich glaube durch die YouTuber, ne? Es riecht sehr aquatisch, sehr frisch, sehr leicht
Und ist für mich so ein gutes Produkt im Sommer. Jetzt, wenn ich es wieder rieche, denke ich mir so, es riecht sehr. Ich hatte es euch neulich gezeigt und daraufhin habe ich es bestellt. Das L'Oréal Men Expert Power Age riecht ganz genauso, fühlt sich auch eigentlich ganz genauso auf der Haut an, ist aber günstiger als diese kleine Menge. Das ist ein sehr, sehr guter Primer. Also wenn ihr beispielsweise den Milk Hydro Grip Primer sehr, sehr gerne mögt, der euch vielleicht aber nicht pflegend genug ist, ist das eine gute Alternative. Er hat zwar ein bisschen Duft mit drin, aber der sorgt wirklich dafür, dass die Haut schön mit Feuchtigkeit versorgt ist. Und mag ich wirklich gerne im Sommer. Gerade jetzt, wir hatten gestern 37 Grad hier. Guess what? Da renne ich nicht mit einer Ölmaske durch die Gegend. Ne? Da will ich einfach nur Feuchtigkeit, Sonnenschutz und mehr will ich nicht. Dafür ist das sehr, sehr gut, funktioniert unter Make-up sehr gut und ich weiß, dass viele von euch auch darauf immer schwören. Und können wir bitte bei Skincare aus der Drogerie zurück zu so einem Packaging gehen? Das fühlt sich nicht an wie Drogerie. Jetzt ist was Neues gekommen. Das habe ich in PR bekommen. Das ist von Clinique. Ein Smart Clinical Repair Produkt. Ich muss mal kurz schauen, was das können soll. Ich habe es nur ausgepackt und fand das ganz spannend. Habe es auch ein bisschen geswatcht. Packaging sehr, sehr schön. Kommt in einer Glasverpackung und soll feine Linien und Fältchen bekämpfen. 3 in 1 Anti-Aging Serum. Hilft die Haut aufzupolstern, zu glätten und zu erneuern. Konzentrierte Formel mit CL1870 Peptidkomplexen unterstützt Jugendlichkeit der Haut und wirkt gezielt gegen feine Linien um die Lippen und Augen, Zornesfalten und tiefe Falten. Ein hochwirksames Retinoid bekämpft glanzlose, abgestorbene Hautzellen. Also, das ist ein Retinolprodukt, frei von Duftstoffen, Öl und Mineralöl. Das ist ein Retinolprodukt, das benutze ich jetzt auf gar keinen Fall. Man kann natürlich Lichtschutzfaktor benutzen, aber sind wir wirklich mal ehrlich mit uns? Ich probiere zwischendrin Lichtschutzfaktor zu reapplizieren, aber das wird nicht ausreichen. Und ich trage meistens Make-up. Und wenn ich weiß, dass ich Make-up trage und wenn ich weiß, dass ich Retinol benutzt habe, dann gehe ich entweder nicht raus die nächsten 2 Tage oder ich lasse es einfach und hebe mir Retinol für die kommende Zeit aus. Ich finde, man muss der Haut auch so bisschen Zeit geben, dass sie zur Ruhe kommen kann und der Sommer ist schon anstrengend genug für die Haut. Ich habe das mal geswatcht, fand es ganz spannend. Es ist so ein bisschen wässrig, gelig, aber es hinterlässt auf der Haut wie so einen leichten silikonigen Film. Es macht die Haut auch gleich sehr, 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 sehr glatt. Es brennt nicht, es ist ein sehr, sehr zartes Retinol. Ich habe jetzt hier leider keine prozentuale Angabe gefunden, wie viel Retinol hier mit drin ist. Gefällt mir aber vom ersten Eindruck sehr, 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 sehr gut. Hyaluronsäure soll auch mit drin sein und fühlte sich gut an. Bin ich gespannt. Clinique macht sehr, 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 sehr gute Produkte und ich muss dazu sagen, ich bin Beauty-YouTuber, also Make-up-YouTuber. Ich interessiere mich im Moment aber sehr für Hautpflege, weil es einfach für mich ist. Dein Make-up kann nur so schön sein, wie deine Haut ist. Und aktuell bin ich recht zufrieden mit meiner Haut. Ich merke aber, dass ich durch den Stress und das extrem viele lange Arbeiten und vorm Computer sitzen, dass meine Haut so ein bisschen schlaffer wird. Wir haben jetzt unsere Ernährung nochmal umgestellt. Wir sind jetzt sehr, sehr pflanzenbasiert. Und ich habe, wenn ihr das Video seht, deswegen drehe ich es ein bisschen vor, weil ich ein bisschen Angst habe, am Mittwoch eine PRP-Behandlung. Das ist Platelet-Rich Plasma. Das ist eine Eigenblut-Behandlung. Wird ein bisschen Blut entnommen, wird zentrifugiert und dann wird es wieder in die Haut gegeben. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe ein bisschen Angst davor. Wenn ihr wollt, gebe ich euch dazu ein Update. Ist wirklich eine kosmetische Behandlung. Dann habe ich auch nochmal, ich glaube, nächste Woche ein Hydra-Facial. Nicht Aquafacial oder Aquafacial und nicht Hydrafacial. Du darfst es nicht sagen, weil das eine ist patentiert und das andere nicht, aber im Prinzip ist es ähnlich. Genau, also ich probiere jetzt auch so ein bisschen mit aktiven Behandlungen gegenzuwirken, weil ich einfach auch, ich mag das gerne, ne? Diese 5 Minuten für mich und das ist etwas, ich muss es hier nochmal erwähnen, weil ich das sehe bei vielen Skincare-Influencern. Ich freue mich, dass es viele neue Skincare-Influencer gibt, die einen anderen Ansatz haben als andere, die Produkte nicht verteufeln und einem so ein bisschen, das hatte ich schon mal gesagt, ich hatte bei einigen das Gefühl, dass sie mir unbewusst oder bewusst, wahrscheinlich nicht, diese 5 Minuten Me-Time wegnehmen wollen. Wenn es ein Produkt gibt, was toll riecht, was mir ein gutes Gefühl gibt und du mir sagst, das ist das Schlimmste, was ich für meine Haut machen kann, maybe,
Aber ich habe 5 Minuten ein schönes Gefühl gehabt und ich finde, das sollte sich jeder und jede von uns wert sein, dass man sich etwas Gutes tut. Deswegen freue ich mich, dass viele Skincare-YouTuber da jetzt ein bisschen anders drauf sind und einfach nochmal anders arbeiten. Und bei einem habe ich das hier gesehen: Biotherm Live Plankton. Finde ich Tatsache wirklich ganz spannend, weil es ein sehr, sehr, ihr seht es, ich habe es jetzt seit ein paar Tagen schon auch wirklich aktiv in Benutzung. Es ist ein sehr, sehr leichtes Serum. Auch hier Packaging ist wirklich luxuriös. Es ist so ein bisschen gelig. Ich kann dort keinen Duft feststellen. Es riecht so ein bisschen frisch, aber jetzt nicht overpowering. Also wo du denkst, so, puh, ist ein bisschen viel. Gerade Feuchtigkeit ist etwas, wo ich sage, ist wichtig, um einfach die oberste Hautschicht auch so ein bisschen zu fordern. Und ich weiß nicht, ich bin ganz gespannt, ob wir nachher ein Ende sehen, einen Unterschied sehen. Hier meine Hand sehr trocken und hier die Feuchtigkeitsspendeseite. Das gefällt mir bis jetzt sehr, sehr gut. Auch vor allen Dingen unter dem Make-up, weil es so, also es zieht super, super schnell ein. Ich hoffe, es hilft euch, weil mir hilft es immer total, wenn ich ein Produkt habe und lese, was es können soll, weil ich dann genau weiß, worauf ich achten soll. Ist vielleicht ein bisschen biased dann, also ein bisschen vorbeurteilt, aber vielleicht hilft es. Anti-Aging, festigend, regenerierend, Anti-Rötungen. Also das muss ich sagen, die Kombination. Danke euch, ich hatte euch schon mal hier diese Thermalsprays gezeigt und ich war ehrlich gesagt so ein bisschen ängstlich, euch sowas zu zeigen, weil ich Angst hatte, dass jemand sagt, du gibst so viel Geld aus nur für Wasser. Maybe. Aber ich habe super, super viel Feedback dazu bekommen. Einmal habe ich das hier von La Roche-Posay und einmal von Avène. Ich finde, das von Avène ist noch ein bisschen beruhigender als das von La Roche-Posay. Aber wenn ich Produkte nehme, die Hyaluronsäure beinhalten, nehme ich immer ein Wasserspray mit dazu. Einfach, dass es besser in die Haut penetrieren kann. Und das gefällt mir hier sehr, 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 sehr gut. Und auch vor allen Dingen in Kombination. Es zersetzt sich nicht. Es hilft, dass die Haut schädlichen Einflüssen geschützt wird. Anti-Aging-Effekt. Vitamin C ist hier auch sogar noch mit drin. Mag ich sehr, sehr gerne. Auch das ist ein bisschen teurer. Ich habe gleich ein paar günstigere Produkte, auf die ich wirklich schwöre. Eine neue Sache, die recht neu rausgekommen ist, die ich sehr, 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 sehr gerne mag. Vielleicht hattet ihr es gesehen. Ich hatte auch mit La Roche-Posay im Zuge dieses Produkt zusammengearbeitet. Habe es aber vorher schon lange getestet und das ist das Hyalo-B5 Serum. Das ist ein Hyaluronsäure-Serum, aber versetzt mit Koffein unter anderem auch und hat hier so eine kleine Kugel mit dran, die super, super kühlend ist. Und gerade, ihr kennt ja meine Augen, meinen Augenbereich, gerade wenn ihr sehr, sehr trockene Haut unter den Augen habt, ist das ein gutes Ding. Weil das, also es ist so reichhaltig, es ist nochmal anders formuliert als das klassische Hyaluronsäure-Serum. Es ist viel, viel reichhaltiger und plumpt so ein bisschen die oberste Hautschicht auf. Und durch diese kühlende Stahlkugel da unten hast du natürlich auch einen frischen Effekt. Mag ich sehr, 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 sehr gerne. Also wirklich eine große, große Empfehlung, wenn ihr, das ist ganz spannend, vielleicht nochmal zu erwähnen, weil ich immer wieder Fragen bekomme, was machst du für deine Haut? Ich habe das Gefühl, dass ich meine Haut mittlerweile sehr, sehr gut kenne. Ich weiß, was ich an welchem Tag machen möchte. Und das ist ganz schwierig, das zusammenzupassen, weil ich das wirklich jeden Tag total individuell anpasse. Ich habe eine extrem große Skincare-Auswahl hier, aber ich benutze nicht jeden Tag alles. Viele würden sagen, du musst bei einer Reihe bleiben, aber ich glaube nicht. Also klar, die Grundeigenschaften der Skincare, die ich habe, sind immer dieselben. Fenty Beauty Reinigungsschaum steht am Waschbecken, Jipoda Reinigungsschaum steht in der Dusche. Jetzt habe ich in der Dusche noch das neue von No Cosmetics, dieses AHA PHA, das benutze ich aber nicht jeden Tag, sondern das ist das erste Produkt in meiner wechselnden Reihe, was ich andersweitig benutze, wenn ich merke, ich brauche was anderes. Wenn ich sehe, dass meine Haut sehr fahl ist, sehr trocken ist, einfach so ein bisschen müde ist, dann benutze ich das. Wenn ich weiß, meine Haut hat heute echt einen guten Tag gehabt, dann bleibe ich ganz, ganz leicht. Benutze nur feuchtigkeitsspendende Produkte und vielleicht mal ein bisschen Vitamin C. Wenn ich weiß, ich habe in 3 Wochen eine Veranstaltung, wo ich aussehen möchte wie ein Gott, dann fange ich an mit mehr Produkten, die mehr Effekt haben und passe das wirklich jeden Tag an. Ich schaue mir meine Haut nach dem Abschminken an, bin jedes Mal überrascht, wie fertig ich aussehe ohne Make-up und dann denke ich mir, okay, was können wir da machen? Und dann wähle ich die Produkte aus.
Ein paar Produkte, die ich euch gerne mit auf den Weg geben möchte, weil sie so eine Basic-Grundlage sind, sind die The Ordinary-Produkte. Ich weiß, The Ordinary hat heutzutage nicht mehr so den Hype, den sie damals hatten, weil sie damals wirklich sehr innovativ waren, ne? Einfaches Packaging, keine richtige Werbung, einfache, aber effektive Formulierungen. Und ein Produkt, auf das meine Mutter schwört und ich Tatsache auch, ist das Glycolic Acid Toning Solution. Das ist ein Toner, der dafür sorgt, dass die Haut so ein bisschen gepeelt wird. Das ist ein chemisches Peeling für den Alltag, wenn ihr daran gewöhnt seid. Das nimmt so ein bisschen diese obersten Hautschichten weg und gerade wenn ihr diesen Fahlenteint habt, ne, so ein bisschen gräulich, ein bisschen müde, sind diese Produkte sehr, sehr gut. Wichtig generell, ich betone es immer wieder, weil ich sonst Ärger bekomme, ist Sonnenschutz. Benutzt Sonnenschutz jeden Tag, aber das hier ist, ich finde es recht zart. Ich habe viele andere Produkte, die deutlich aggressiver sind und Glycolic Acid ist wirklich ein gutes Produkt, um das nach dem Abschminken mit so einem Wattepad oder Microfiber Multitool in die Haut einzuarbeiten, um so ein bisschen die Poren zu astringieren, um die Hautschüppchen ein bisschen zu lösen. Und The Ordinary hat einfach unschlagbare Preise. Mein Code bei Lookfantastic gilt Tatsache auf Ordinary. Sie haben auch mehrere Marken mittlerweile, ne? Also schaut euch wirklich auf der Webseite durch, lest euch die Artikelbeschreibungen durch. Ich zeige euch nur, was ich aktuell sehr, sehr gerne benutze. Das ist jetzt die neue Flasche, die angebrochene, die sieht aus wie ich nach 4 Tagen Berghain. Meine Mutter ist ja nicht so into the skincare und into Make-up wie ich, sondern sie ist eher Effekt- und Feeling-orientiert und sie sagt, das ist super einfach zu benutzen. Sie kann das jeden Tag benutzen und es macht ihr keine Mehrarbeit. Und das ist wirklich das Schöne bei The Ordinary, dass es super einfach ist und du nicht erst überlegen musst, okay, welches nehme ich hier? Nehme ich erst das? Nehme ich das? Ah, funktioniert jetzt das vielleicht mit dem hier? Funktioniert dies mit deiner Mutter und deinem Vater? Also dafür sehr, sehr gut. Was ich hier noch habe, das habe ich neu bestellt. Da habe ich nämlich ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was das können soll. Das ist das The Ordinary. Aloe 2%, NAG 2%. Ein beruhigendes Serum für Blemish-Prone Skin, also für Unreinheit tendierender Haut. Beruhigendes Serum für unreine Haut verbessert unregelmäßige Hauttextur, mindert das Erscheinungsbild von Poren und Aknenarben, gleicht Anzeichen eines unregelmäßigen Hauttons aus und stärkt die Hautbarriere. Inhaltsstoff N-Acetylglucosamin. Glucosamin habe ich schon oft gehört. Die Formel, das Erscheinungsbild von Aknenarben gleicht Anzeichen. Okay, dasselbe. Also, wenn ich, das könnte ich mir gut vorstellen. Mein Problem ist, aber da habe ich wirklich, ich habe schon vieles gemacht, aber davor habe ich wirklich Angst. Ich bin ein Mann, ich habe Bart und ich rasiere mich. Und ich kriege hier immer so eingewachsene Barthaare. Ich würde mir gerne den Bereich hier komplett weglasern lassen. Aber bis dahin, bis ich mich dafür entschieden habe oder mal so ein Pickel mal hier, könnte das eine gute Sache sein. Kommt auch hier in einer lichtgeschützten Flasche. Du merkst den Unterschied, ne? Einige Flaschen sind durchsichtig, einige Flaschen sind so ein bisschen lichtundurchlässiger. Ein paar Tropfen soll man benutzen. Ich würde das persönlich, glaube ich, punktuell benutzen. Sehr, sehr wässrige Textur. Ganz leicht klebrig, ganz leicht sticky, würde ich jetzt wie gesagt nur punktuell benutzen. Vielleicht habt ihr schon Erfahrung mit dem einen oder anderen Produkt gemacht, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Hilft uns natürlich in der Community auch sehr. Ein Produkt, was immer geht, und ich glaube, die haben sogar jetzt eine größere Flasche daraus gemacht, ist das, naja, Ceramide 10% plus Zink. Das ist, also wenn ihr nichts aus dem Video mitnehmt, außer ein Produkt, dann wäre es, glaube ich, das hier, weil es extrem effektiv ist, wenn man Pickel hat. Also ich benutze, das ist ganz spannend, ich benutze halt wirklich punktuell Produkte für meine Haut. Ich nehme mir dann halt die 5 Minuten Zeit, ne? Und wenn ich sage, okay, ich kriege gerade echt hier im Kinnbereich, sieht man es bei mir meistens nicht, weil es unterm Bart ist, aber ich merke das dann hier, ne? Dass ich Pickelchen bekomme, dass ich eine sehr, sehr ölige Haut bekomme, nehme ich einfach punktuell das hier. Das sorgt so ein bisschen dafür, dass die Pickelchen ausgetrocknet werden durch dann Zink und Niacinamid, sorgt einfach dafür, dass die Haut richtig schön frisch und straff wird und die Pickelchen weggehen. Und das ist ein sehr, 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 sehr gutes Produkt. Liebe ich sehr. Genauso wie das hier. Das ist ein Natural Moisturizing Factor mit Beta-Glucan. Ein sehr, sehr leichter pflegender Schutz. Eine sehr, sehr leichte Creme, die aber keine Creme ist, sondern eher wie so ein Gel. Super, super zart.
funktioniert extrem gut und das liebe ich sehr, mit Foundation gemischt. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen und mische mir das in die Foundation und dann hast du so ein super, super glowy Skin Tint. Funktioniert leider nicht mit jeder Foundation, muss man sich so ein bisschen durchtesten. Die nach nur einer Anwendung den ganzen Tag Feuchtigkeit spendet, ist natürlich mit Feuchtigkeitsfaktoren, Beta-Glucan und Ceramiden formuliert und stärkt die Hautbarriere. Natural Moisturizing Factors plus Beta-Glucan eignet sich für alle Hauttypen, einschließlich empfindlicher Haut. Hier ist halt kein Duftstoff auch mit drin. Es ist sehr, 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 sehr leicht. Auch hier, es wird so ein bisschen sticky. Finde ich sehr, sehr gut unter dem Make-up und kann auch eine gute Primer-Alternative sein. Das mag ich ganz gerne, weil ich meistens auch morgens recht viel Skincare benutze. Wenn die Produkte gut mit Make-up funktionieren. Das funktioniert leider nicht mit allen. Ich hatte euch Samstag bei Instagram was gezeigt. Es war Sonnenschutz von Ultraviolet, hieß die Marke, glaube ich. Super Sonnenschutz, diese hier, aber nur ohne Make-up. Hat ein ganz, ganz tolles Finish auf der Haut, hat sehr, sehr lange gehalten und war perfekt. Es hat nicht gebrannt in den Augen. Ganz toller Sonnenschutz, aber es hat nicht mit Make-up funktioniert. Bei mir zumindest nicht. Dieses All-Over-Spray hier, das funktioniert sehr, sehr gut über dem Make-up. Du musst aber wissen, es brennt ein bisschen in den Augen, wenn es reinkommt. Und dein Make-up sieht danach aus wie Schweinchen Speck. Also das ist nass. Der Make-up ist nass und das zieht nicht mehr weg. Es ist wirklich wie so ein öliger Film auf der Haut. Würde ich eher benutzen, wenn ich kein Make-up trage, wahrscheinlich. Einfach zum Zwischendurch auffrischen. Sehr, sehr gut. Ordinary macht dir aber wirklich nichts falsch. Und zu guter Letzt ein Produkt, was ich auch bei Skincare-YouTubern gesehen habe, ist das hier von Vichy. Das ist das Vichy Mineral 89. Und das soll regenerierend, vitalisierend, hauterneuernd, feuchtigkeitsspendend, stärkend, schützend und aufpolsternd sein. Ist also auch wieder so ein bisschen Hyaluron, ne? Ich probiere es so ein bisschen einfach zu machen. Es gibt Produkte, die Feuchtigkeit spenden und es gibt Produkte, die aktiv arbeiten. Es gibt natürlich noch mehr. Aber beispielsweise das hier ist feuchtigkeitsspendend. Das hier ist feuchtigkeitsspendend. Ich fand das aber ganz spannend, weil es einfach noch mal ein bisschen mehr können sollte als eine klassische Hyaluronsäure. Auch eine sehr gelartige Textur. Kann auch keinen Duft wahrnehmen. Es ist ein bisschen. Es ist so schwierig, Texturen zu beschreiben. Es ist so ein bisschen dicker, also ein bisschen viskos. Viskos ist ein tolles Wort, um zu beschreiben. Du hast einmal so eine Flüssigkeit, ja, beispielsweise das hier, das ist sehr, sehr flüssig von The Ordinary. Das zieht schnell ein. Das von Vichy ist ein bisschen viskoser, ein bisschen dicker, ein bisschen geliger. Braucht einen Moment mehr einzuziehen. Sollte aber gut unter Make-up probieren. Das habe ich, wie gesagt, auch noch nicht probiert. Und ich habe, habe ich jetzt aber hier nicht mit reingenommen, weil ich es euch neulich schon gezeigt habe, von No Cosmetics benutze ich im Moment sehr, sehr gerne dieses Anti-Ox-Serum, aber auch nur abends, weil es mir für tagsüber Tatsache zu ölig ist ein bisschen. Muss ich nochmal schauen, ob ich da vielleicht einen besseren Weg finde. Aber das sind so ein paar neue und altbekannte Skincare-Favoriten. Ich bin sehr gespannt, welche Skincare-Favoriten ihr aktuell habt. Falls euch was davon interessiert, ich verlinke euch alles unten. Vielleicht einfach, um euren Bedarf aufzustocken. Ich setze euch den Code unten hin, der gilt auf alles bei Lookfantastic. Und dann schauen wir mal, wie wir in ein paar Monaten aussehen. Ich bin sehr gespannt auf die Behandlungen nächste Woche. Ich freue mich sehr, einfach mal eine Stunde nur für mich. Habe ich mir jetzt, glaube ich, auch verdient. Freunde, passt auf euch auf, habt einen wunderschönen Tag, egal wo ihr seid. Bis zum nächsten Mal.